Weißt du, manchmal steht man auch ein bisschen auf der Leiter. Ich lese die ganze Zeit ein Buch über die Zeit, als die Glühbirne erfunden worden ist. Hm. Von Edison und Alexander Bell, weißt du, diese Telefongeschichte und so. Und in dem Buch kommt jemand vor, der heißt Tesla und ist ein durchgeknallter Physiker, kommt aus Osteuropa, ist ein genialer Erfinder. Das Buch heißt Die letzten Tage der Nacht. Okay. Und heute Morgen macht es Pling, weil ich lese, dass die Autofirma Tesla überlegt, nach Bremen-Blumenthal zu kommen. Klar, die ist nach dem benannt worden. Ja. Oje, habe ich gedacht. Sag mal, aber wenn das auch über die Glühbirne geht, können wir da nicht zu jedem Buch eine von unseren köstlichen Glühbirnen dazu verkaufen? Das ist eine tolle Idee. Das machen wir. Gut.